Hallo liebe Löschzwerge, aber auch alle anderen Kindern in Deutschland. Wir, die Betreuer der Löschzwerge aus Neuhaus, haben uns gedacht, wir informieren euch einfach mal über den Warntag. Bestimmt habt ihr davon schon gehört. Am 10. September um 11 Uhr beginnt dieser Warntag. An diesem Tag ist es geplant, dass die Sirenen die ganzen verschiedenen Warnsignale einmal abspielen, um zu prüfen, ob es überhaupt funktioniert und damit die Bevölkerung weiß, was es überhaupt gibt und um darüber zu informieren. Zudem werden alle Warn-Apps aufploppen, um euch die Signale zu zeigen. Zudem werden Radio und Fernsehen unterbrochen. Dort wird ebenfalls auf die Warnung aufmerksam gemacht. Die Endwarnung soll um 11.20 Uhr stattfinden. Es gibt verschiedene Warnsignale. Einmal den Feueralarm, der ist für die Alarmierung der Feuerwehr. Das ist ein Dauerton und der wird zweimal unterbrochen. Wenn das Sirenensignal Feueralarm läuft, ist das die Alarmierung für die Feuerwehr. Wenn das passiert, solltet ihr die Rettungswege frei halten und am besten nicht auf der Straße spielen, falls die Feuerwehrautos da durchfahren. Es gibt zwei verschiedene Arten von Probealarm. Einmal der aufheulende Probealarm, der geht dann 5 bis 20 Sekunden lang und ist ein dauerhafter Ton. Und dann einmal den Feueralarm als Probealarm, der bei uns jeden ersten Samstag im Monat ist, um 12 Uhr. Dann gibt es einmal noch die Warnung der Bevölkerung, das ist eine Minute auf- und abschwellender Heulton. Was müsst ihr bei der Warnung der Bevölkerung tun? Am besten, wenn ihr draußen seid, solltet ihr nach Hause gehen. Wenn ihr zu Hause seid, solltet ihr am besten Türen und Fenster schließen, damit zum Beispiel kein Rauch oder andere Gefahrstoffe in euer Haus kommen können. Informiere deine Eltern, deine Geschwister oder auch andere Personen, die nicht von der Warnung mitbekommen haben. Schalte Radio oder den Fernseher an oder auch die Warn-App auf eurem Handy. Und zu guter Letzt kommt die Entwarnung. Das ist ein eine Minute langer Dauerton. Perfekt.
Was musst du bei der Entwarnung tun? Es besteht keine Gefahr mehr und alle Warnungen sind aufgehoben. Und du solltest deine Eltern, Geschwister oder andere Familienmitglieder darauf aufmerksam machen, dass entwarnt wurde, falls sie es nicht mitbekommen haben. Um 11 Uhr am Donnerstag werden in ganz Deutschland alle Warnsignale ausgelöst und um 11.20 Uhr ist dann die Entwarnung. Das passiert, damit alle Menschen wissen, was zu tun ist und was sie zu beachten haben, wenn die Bevölkerung gewarnt wird. Welche Warneinrichtungen gibt es noch? Es gibt verschiedene Handy-Apps, wie zum Beispiel Nina, Biwab und Katwarn. Und außerdem kann die Feuerwehr und die Polizei auch durch Durchsagen oder ähnliches warnen. Achtung, Achtung, hier spricht die Feuerwehr. Dies ist eine Warndurchsage zu dem Warntag 2020. Ich hoffe, es war alles verständlich von Sonja und Jasper erklärt. Wie immer gilt natürlich für unsere Löschzwerge, habt ihr Fragen, schreibt uns an. Für alle anderen Kinder natürlich auch. Schreibt uns auf Facebook, wenn ihr Fragen habt oder irgendwas unklar war. Ansonsten viel Spaß beim Warntag.